Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Ja, das ist jetzt eigentlich nochmal anders ausgedrückt. Das, was vorher auch gesagt wurde, die EU muss sterben und Deutschland stark machen, heißt aber automatisch, dass man die anderen Länder, die wirtschaftlich nicht so stark sind, dass man die automatisch schwach macht. Das ist jetzt, wenn man das aus militärischer Sicht betrachten würde, so ähnlich wie Russland, dass man jetzt kleine Staaten militärisch angreift, weil sie militärisch nicht so stark sind. So ähnlich wie Hitler dachte, okay, bevor wir jetzt die deutsche Grenze verteidigen, verteidigen wir einfach das Land, das besetzt ist. Das ist dann einfacher, als sich an der Grenze hinzusetzen. Deshalb sind die da ja einmarschiert und haben die ganzen kleinen Länder besetzt. Dann haben die quasi eine etwas weiträumigere Verteidigung vor der Grenze schon. Auf jeden Fall ist das aus wirtschaftlicher Sicht dann so, dass man quasi die kleinen Länder schwach macht und dadurch ist man automatisch stärker, indem man die dann aus dieser Union ausschließt. Und das war jetzt nochmal so diese Aussage dahinter, dass man quasi so ähnlich wie die USA, die sagen würden, wir sind vielleicht hier eine Weltmacht und unterstützen keine anderen Länder mehr, das was Donald Trump vorgeschlagen hat. Und das ist sehr, ich sag mal, von oben herab. Das ist sehr von oben herab und ist auch nicht gemeinschaftlich.